Willkommen bei RonTV und ab geht es mit uns in eine neue Woche. Und an meiner Seite ist Sven Marcinkowski, heute verantwortlich für die Sendung. Und ich gebe direkt an dich ab, denn viel Zeit haben wir nicht. Nee, viel Zeit haben wir nicht. Ein ganz großes Thema heute natürlich bei uns. Kandel, da beginnt heute der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Mia Abdul D. Wir lassen mal die ganze Sache Revue passieren. Von der grausamen Tat bis heute hin zum Prozessbeginn. Lassen unseren Reporter, der vor Ort war, Lukas Föhr, zu Wort kommen. Und fragen auch Politiker, die für uns im Bundestag, für unsere Region aktiv sind, was sie denn jetzt von der ganzen Situation erwarten. Und außerdem haben wir noch ein tierisches Thema für Sie. Der kleine Kurt, der wurde gefunden im Wald von einer Dame und angefasst. Das war leider überhaupt nicht gut, denn jetzt nimmt ihn seine Mutter nicht mehr an. Wie man sich korrekt verhalten muss, wenn man hilflose, vermeintliche hilflose Wildtiere im Wald findet. Das sind Sie jetzt bei Ron. Vor knapp 6 Monaten soll Abdul D. in Kandel die 15 Jahre alte Mia erstochen haben. Eine Tat, die hohe Wellen geschlagen hat. Wellen, die sich bis heute noch nicht beruhigt haben. Aber abseits dieser Auswirkungen hat nun endlich die juristische Aufarbeitung dieses Falles begonnen. Allerdings abseits von der Öffentlichkeit. Denn das genaue Alter des mutmaßlichen Täters ist nicht bekannt. Darlene Jonasson. Jugendlicher oder Erwachsener? Das ist eine der ersten Fragen, mit der sich das Gericht ab heute beschäftigen muss. Nach den Ermittlungen und der Einschätzung der Kammer handelt es sich bei dem Angeklagten um einen Jugendlichen. Das bedeutet, dass er jedenfalls nicht zweifelsfrei über 18 Jahre alt ist. Deswegen findet der Prozess auch komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Gutachten der Staatsanwaltschaft hat ergeben, dass Abdul D. zwischen 17,5 und 20 Jahre alt ist. Sollte sich in der Beweisaufnahme herausstellen, dass der Angeklagte doch über 18 Jahre alt ist, dann könnte es passieren, dass dann der ganze Prozess wieder von vorne anfangen muss, weil dann die Öffentlichkeit hergestellt werden muss und dann muss der ganze Prozess in Öffentlichkeit wahrscheinlich durchgeführt werden. Nach Jugendstrafrecht drohen Abdul D. 10 Jahre Haft. Nach Erwachsenenrecht lebenslänglich. Mein Mandant bereut die Tat sehr. Er hat keinen Blickkontakt zu den Eltern aufgenommen. Er hat mich gefragt, ob die Eltern anwesend sind. Das ist wohl etwas, was ihn sehr umtreibt. Insgesamt hat die Strafkammer 13 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird am 29. August erwartet. Und wir wollen die ganze Thematik heute noch ein bisschen genauer beleuchten. Lukas Föhr hat sich ja auch über die Monate intensiv mit dem Thema beschäftigt. Du warst heute in Landau gewesen. Der Prozess ist nicht öffentlich, aber wie hast du diesen Prozessauftakt erlebt? Ja, viel ist in der Tat dadurch, dass der Prozess nicht öffentlich ist, nicht nach außen gedrungen. Aber das Landgericht in Landau hat heute eine Pressekonferenz abgehalten und hat mal so ein bisschen erklärt, was denn da eigentlich passiert. Heute wurde die Anklageschrift verlesen, ein sehr komplexes Dokument bei so einer Tat. Es wurden auch schon die ersten Zeugen gehört, wer das genau ist. Wurde heute noch nicht gesagt. Was wir aber wissen, wissen wir von dem Verteidiger von Abdul D., der sich nämlich heute mal geäußert hat. Der hat gesagt, dass sein Mandant diese Tat sehr, sehr bereue und dass sein Mandant auch Probleme damit hatte, die Eltern von Mia heute zu sehen, die ja auch geladen waren. Er konnte ihnen nicht in die Augen schauen, ist den Blicken ausgewichen. Und den Eltern von Mia, denen soll es den Umständen entsprechend relativ gut gegangen sein. Sie wirkten relativ gefasst, aber natürlich ist das ein sehr, sehr schwerer Tag für die Eltern gewesen, das muss man sagen. Und dieser Prozess ist sehr, sehr komplex. Ich habe es gerade schon gesagt, sogar der Dolmetscher für Abdul D., den mutmaßlichen Täter, wurde ausgewechselt, weil man einfach nicht sicher war, ob er denn da alles korrekt übersetzt hat. Also man sieht, das ist ein starkes Stück Arbeit, was da jetzt in den nächsten Monaten auf das Landgericht in Landau zukommt. Ja, also viele Fragen, die dann noch zu beantworten sind. Eine große Frage ist natürlich, wie konnte es zu dieser Tat kommen? Und auch du hast dich damit ein bisschen genauer beschäftigt, nämlich mit der Chronologie dieses Falles. Kandel kurz nach dem Weihnachtsfest. Eine Kleinstadt wie ein Postkartenmotiv. Doch die Idylle trügt, denn am 27. Dezember ereignen sich in diesem Drogeriemarkt schreckliche Szenen. Ich habe nur die Schreie gehört. Und dann habe ich gesehen und dann bin ich halt mal gucken gegangen, was da los ist, weil es war so laut. Und dann habe ich halt schon gesehen, wie das Mädel auf dem Boden gelegen war. Ich habe nur gehört, Mia, bleib wach, Mia, bleib, komm und draufdrücke auf die Wunde. Diana Jäger ist Augenzeugin. Sie druckt gerade Fotos aus, als der aus Afghanistan stammende Abdul D. seine 15-jährige Ex-Freundin gegen 15.20 Uhr in dem Geschäft offenbar angreift. Wir gehen derzeit davon aus, dass der Beschuldigte gestern Nachmittag dem Mädchen bis in den Drogeriemarkt folgte. Dort stellte er sich vor sie, holte aus und stach mit einem Messer mehrfach
auf das Mädchen ein. Angestellte und Kunden überwältigen den Jugendlichen, die Polizei nimmt ihn fest. Mia erliegt am Abend in dieser Klinik in Kandel ihren Verletzungen. Schon am nächsten Tag halten Freunde und Bekannte am Tatort eine Schweigeminute ab. Der mutmaßliche Täter kam im April 2016 als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland. Seit September 2017 lebte er in Neustadt an der Weinstraße, 35 Kilometer entfernt vom Tatort. Er ging an die integrierte Gesamtschule in Kandel. Dort war er der Polizei durchaus bekannt. Mehrfach soll er gewalttätig gewesen sein, gegenüber Mitschülern und seiner damaligen Freundin Mia. Als sie sich Anfang Dezember von ihm trennt, zeigen ihre Eltern ihn zwei Wochen später an. Mehrfach hat die Polizei intensiv mit ihm gesprochen, eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt. Selbst am Tattag haben Beamte sich den mutmaßlichen Messerstecher zur Brust genommen. Nach deren Einschätzung hat er sich von der Gefährderansprache beeindruckt gezeigt und wohl auch ein gewisses Verständnis. In den nächsten Tagen nimmt Kandel Abschied von Mia. Am 2. Januar gibt es einen großen Gedenkgottesdienst in der St. Pius-Kirche, überschattet von der Diskussion um das Alter und die Herkunft von Abdul D. Um Gewissheit zu haben, beantragt die Staatsanwaltschaft ein Altersgutachten für den mutmaßlichen Täter. Experten untersuchen Röntgenaufnahmen von Hand, Gebiss und Schlüsselbeinen. Sie kommen zu dem Schluss, dass Abdul D. wohl älter ist, als er angibt. Weil das Ergebnis aber nicht eindeutig ist, wird der Prozess gegen den Flüchtling nach Jugendstrafrecht geführt. Immer mehr wird Kandel in den nächsten Tagen zum Spielball. Rechte und linke Demonstranten kämpfen um die Deutungshoheit in dem Fall. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Der Bürgermeister von Kandel, Volker Poss, wird in dieser Zeit immer wieder anonym bedroht. In seinem E-Mail-Postfach häufen sich Mails wie diese. Ja, könnte aber erst Ihre Frau erwischen. Wie finden Sie das? Nein, noch besser, erst Ihre Kinder abschlachten, dann das Weib und dann dich weiterleben lassen zur Strafe. Und die Demos gehen weiter. Am 3. März gibt es die bislang größte. Vor allem die von Rechtspopulisten gegründete Initiative Kandel ist überall bringt in der Kleinstadt Menschen aus der ganzen Republik auf die Straße. Wir sind extra aus Nordrhein-Westfalen gekommen und Kandel ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass sich immer mehr hier regt in Deutschland überhaupt und dass wir endlich mal eine Chance haben, hier den Mund aufzumachen. Rund 4.500 Menschen ziehen an diesem Tag durch die Straßen. Es bleibt friedlich. Bei einer Demonstration knapp drei Wochen später werden 8 Polizeibeamte verletzt, weil Demonstranten aus dem linken Milieu mit Knallkörpern um sich werfen. Das waren also aus meiner Sicht keine Böller mehr, sondern tatsächlich Sprengsätze, 3 Stück nach jetzigem Stand der Dinge, die zu ganz schwersten Folgen hätten führen können. Und nur durch das gute und taktische Agieren unserer Kräfte gelang es, dass Kolleginnen und Kollegen nicht schwerer verletzt wurden. So sehr eskalierte es seitdem nicht mehr. Ein Ende dieser Entwicklung ist bisher trotzdem nicht in Sicht. Erst am Wochenende kamen wieder hunderte Demonstranten in die sonst so beschauliche Kleinstadt. Also ein hochemotionales Thema, das haben wir über die vergangenen Monate gemerkt. Lukas, war das auch heute vor dem Landgericht in Landau der Fall? Also war von dieser Emotionalität auch etwas zu spüren? Ja, also zumindest, das haben uns die Gerichtssprecher gesagt, das ist der größte, wichtigste Prozess, der in diesem Jahr dort stattfindet. Deshalb ist es auch unter großen Sicherheitsvorkehrungen dort abgelaufen. Das Sondereinsatzkommando war vor Ort, mehrere Straßen sind gesperrt worden, weil man hat es ja gesehen, es hat ja viele verschiedene Demos in Kandel selbst schon gegeben. Man wollte einfach verhindern, dass das in Landau auch passiert. Es gab einzelne Menschen, die Plakate hochgehalten haben, insbesondere diesen SEK-Einsatz und auch die Berichterstattung in der Vergangenheit kritisiert haben. Aber zu diesen großen Aufmärschen ist es nicht gekommen, also entgegen dieser Befürchtung, die Polizei dort im Vorfeld hatte. Hättest du denn da mehr erwartet? Ich hätte tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mehr erwartet, weil es gab große Demonstrationen. Meistens waren über 1.000 Menschen bei diesen insgesamt Dutzend, würde ich sagen, Demonstrationen in Kandel. Und insofern ist es fast ein sehr, sehr überraschend, dass es doch nicht dann dazu kam. Also da gab es große Wellenbrecher etc., die Polizei dort heute aufgestellt hat und die blieben unberührt. Also das war deutlich weniger als ursprünglich vermutet. Also wirklich eine große politische Diskussion, die dieser Fall losgetreten hatte. Klar kann man sagen, die eine Seite hat es möglicherweise sehr schnell genutzt und darüber wollen wir auch noch mal genau darauf wollen wir noch mal genau schauen, denn wir haben Vertreter aller Parteien zu Wort kommen lassen. Kandel, ein Ort, der mittlerweile Symbol für eine politische Debatte ist. Es steht einfach für ein Problem in unserem Staat, dass wir ein bisschen die Kontrolle verloren haben, dass wir nicht mehr wirklich genau wissen, wer kommt zu uns, dass wir ihr Alter, ihre Identität nicht zweifelsohne feststellen können.
Und das ist aber kein Problem des Rechtsstaats, das ist ein Problem der Politik und das müssen wir endlich in den Griff bekommen. In den vergangenen Monaten polarisierte vor allem der Satz, Kandel ist überall. Die, die da vor Ort marschieren, das sind keine Trauernden, sondern das sind Rechtsextreme. Für die AfD erklären sich die Demonstrationen anders. Es gab in Kandel Kommunalpolitiker, die haben Öl ins Feuer gegossen und haben diejenigen Menschen, die für die Sicherheit ihrer Kinder demonstriert haben, in eine rechtsradikale Ecke gestellt. Das hat die Sache nur noch verschärft und dazu geführt, jetzt erst recht, jetzt demonstrieren wir dauernd. Die SPD möchte die Debatte weniger emotional gestalten. Wir brauchen eine sachliche Diskussion auch darüber, was wir vielleicht in der Politik verändern müssen. Da gibt es den einen oder anderen Vorschlag zum Thema Organisation, auch im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, auch was Abläufe anbelangt, ja auch was Verstärkung vielleicht von Polizei etc. anbelangt. Wir haben die Politiker gefragt, wie sie handeln würden, wenn eine besorgte Mutter zu ihnen käme, weil sie Angst um ihr Kind hat. Dann sollte man sich zusammensetzen, sprechen, warum diese Mutter die Ängste hat und gucken, was kann man dagegen tun, um diese Angst dann auch abzubauen. Weil natürlich man, wenn es um das eigene Kind geht, wenn es um das Thema Sicherheit geht, man nicht nur rational, sondern auch emotional argumentiert. Ich treffe mich mit denen auch in meiner Bürgersprechstunde, höre mir ihre Ängste, Sorgen und Nöte an und versuche gemeinsam mit denen Lösungen zu erarbeiten. Wir haben seit 2015 über 1 Million Flüchtlinge aufgenommen. Und egal, wo die Väter und Mütter von Töchtern leben in unserem Staat, sage ich denen, passt gut auf. Die Meinungen der Politiker gehen in dieser Hinsicht auseinander. Kandel polarisiert nach wie vor. Also wir haben viele Meinungen, natürlich auch sehr viel Lärm. Klar, ein Thema, das sehr laut auch diskutiert wird. Lukas, was macht das denn auch mit den Bürgern in Kandel? Ja, die Kandler hoffen natürlich, dass mit diesem Prozessbeginn jetzt auch vielleicht so ein bisschen die Diskussion abebbt. Man muss sich das mal vorstellen. Da gab es bei der größten Demonstration, wo ich selbst auch da war, 4.500 Demonstranten, die durch dieses 9.500 Einwohnerstädtchen gezogen sind. Das war ehrlich gesagt schon teilweise sehr, sehr beklemmend. An den Demo-Wochenenden ist das gesellschaftliche Leben in Kandel weitestgehend quasi zum Erliegen gekommen. Viele Veranstaltungen sind abgesagt worden und auch die Geschäfte mussten zumachen. Also da redet man natürlich auch ein bisschen davon, dass wirtschaftliche Existenzen bedroht sind bei den insgesamt ein Dutzend Demonstrationen, die es bislang gegeben hat. Und ein Ende ist ja bislang nicht in Sicht. Und so hoffen halt die Kandler Bürger, dass man halt jetzt mit diesem Prozess wegkommt von diesen politischen Diskussionen, von dieser politischen Bühne, auf die dieser Fall gehoben wurde und mehr so zur Sache kommt und mal ein bisschen objektiv darüber spricht und vielleicht, wenn dann endlich ein Urteil gefallen ist, auch wieder zur Ruhe kommen kann. Hat sich denn was verändert in den vergangenen Monaten in Kandel? Ist es denn an sich ruhiger geworden? Also das ist schon ein bisschen abgeebbt. Die sind ein bisschen weniger geworden, die Demonstrationen, muss man ganz klar sagen. Und viele Kandler Bürger haben sich auch in diesem Bündnis Wir sind Kandel vereint und sagen, wir möchten Kandel bunt und tolerant gestalten und sagen, das ist ein Einzelfall, das ist wirklich tragisch, aber wir möchten nicht, dass das jetzt quasi dafür sorgt, dass wir uns hermetisch abriegeln von der restlichen Außenwelt. Und insbesondere wollen wir nicht, dass weitere Flüchtlinge stigmatisiert werden, die damit gar nichts zu tun hatten. Wie geht es jetzt mit dem Prozess weiter? Was sind die nächsten Schritte, beziehungsweise auch wann ist ein Urteil zu erwarten? Ja, also es wird jetzt noch 12 Verhandlungstage geben, bei denen die diversen Zeugen gehört werden. Alleine in diesem DM-Markt, wo ja diese Tat vonstatten gegangen ist, gab es über 20 Menschen, die das miterlebt haben. Also das heißt, das wird eine ganze Weile noch dauern. Und dann soll am 29.08. aller Voraussicht nach, wenn alles gut geht, ein Urteil zu erwarten sein. Also, es wird uns noch ein bisschen begleiten. Wir haben natürlich weiter ein Auge drauf, du insbesondere. Vielen Dank, Lukas Föhr, an dieser Stelle. Und wir kümmern uns jetzt auch noch um weitere Nachrichten aus der Metropolregion. Dazu folgende Meldung, dass die Mannheimer Polizei bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof eine 23 Jahre alte Frau festgenommen hatte. Sie haben sie kontrolliert und dabei mehr als 500 Ecstasy-Pillen in ihrem Rucksack gefunden. Dazu gab es dann auch noch kleine Päckchen offensichtlich mit Amphetaminen und Kokain. Und die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau aus Rheinland-Pfalz die Drogen verkaufen wollte. Jetzt weitere Nachrichten aus der Metropolregion, zusammengefasst von Ruben Schmidt. Umstrittene Baumfällaktion. Im Streit um die Rodung von 1000 Bäumen in Mannheim-Lindenhof mischt sich jetzt auch der zuständige Minister Peter Haug ein. Die Stadt will die Bäume fällen, weil sie bei Hochwasser den Damm bedrohen sollen. Auch wenn es schön ist jetzt im Sommer, aber wenn das nächste Hochwasser kommt, kann es problematisch werden. Und ich glaube, die Menschen erwarten von der Politik zu Recht ein bisschen Vorsorge. Und diese Vorsorge, die wird hierbei getroffen. Eine Bürgerinitiative hat bereits mehr als 20.000 Unterschriften gesammelt. Sie wollen das Regierungspräsidium dazu bringen, weitere Alternativen zu prüfen, um sowohl die Dammsicherheit als auch den Erhalt der Bäume zu garantieren. Am 13. Juli folgt eine weitere öffentliche Infoveranstaltung.
Stilles Gedenken. Bei einer Gedenkfeier am Wochenende haben politische Freunde und Wegbegleiter an Helmut Kohl erinnert. An seinem ersten Todestag haben dabei mehrere hundert Menschen an seinem Grab in Speyer dem Altkanzler gedacht. Unter den Gästen waren unter anderem bekannte Politiker wie CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Kohl regierte von 1982 bis 1998 und trug maßgeblich zur Wiedervereinigung Deutschlands bei. Jobbörse für Flüchtlinge. Unter dem Motto Drehscheibe Integration haben heute mehr als 25 Aussteller aus verschiedenen Branchen ihre Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten präsentiert. Die Veranstaltung im Ludwigshafener Pfalzbau richtet sich an Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge und Personen mit Migrationshintergrund, die eine Beschäftigung suchen. Also dass halt ganz, ganz viele sich zusammentreffen, im Prinzip Arbeitgeber und auch diejenigen, die an Stellen interessiert sind. Wie gesagt, Bewerbungen ausgetauscht werden und dass danach natürlich eine Arbeitsvermittlung stattfindet und jemand einen Arbeitsplatz bekommt oder auch eine Ausbildung. Beides ist hier unser Ziel. Flüchtlinge können beim Bewerbungsmappencheck mitgebrachte Unterlagen prüfen lassen und sich Tipps zur Gestaltung von Bewerbungsmappen abholen. Und jetzt heißt es kurz durchschnaufen. Das gilt ja nicht nur für uns, sondern irgendwie auch für die Kicker der deutschen Nationalmannschaft. Wir waren natürlich auch ganz nah dabei, insbesondere hier in der Metropolregion beim Public Viewing und haben die Stimmung eingefangen und auch die Meinungen über das Auftreten der deutschen Elf. Das haben wir gleich. Und außerdem zeigen wir Ihnen Kurt. Und bei Kurt handelt es sich um ein Rehkitz, das ganz besondere Pflegeeltern hat. Das gleich hier. Willkommen zurück bei Ron. Und wenn man nicht gerade Mexikaner ist, dann hat man am heutigen Tag noch ein bisschen was zu verdauen. Also eins kann man zumindest festhalten, an den Fans hat es nicht gelegen, dass der Auftakt für die deutsche Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft ja nach hinten losgegangen ist. Aber zumindest hat es auch die Fans mitgenommen, das konnten wir erleben beim Public Viewing in Sandhausen. Da hat nämlich dieser blutleere Auftritt auch Spuren hinterlassen. Keine 5 Minuten nach dem Abpfiff ging es schnell. Die deutschen Fans waren schneller aus dem BWT-Stadion als die Kicker vom russischen Rasen runter. Und das, obwohl die Euphorie vor der Partie noch ziemlich groß war. Ja, super, ne? Deutschland! Was geht ab? 8:0 Deutschland. Vielleicht 8:1, aber 8:0 ist realistisch. Und warum? Weil wir die bessere Mannschaft sind und weil wir den Titel verteidigen wollen. Wie viel geht's heute aus? Also 4:0 auf jeden Fall. Für Mexiko? Nee, natürlich für Deutschland. Entsprechend patriotisch geht es auch bei der Nationalhymne zur Sache. Und dann beim Spiel die große Enttäuschung. Deutschland liegt hinten, Fassungslosigkeit und der Ärger über das Unvermögen der eigenen Mannschaft bestimmen das Bild. In der Pause beim Nachtanken sind die Fans aber noch optimistisch. 2 machen wir noch. Ich hoffe, Reus kommt rein und zeigt dann den Jungs, dass er für die Weltmeisterschaft gemacht ist. Die Hoffnung ist immer da. Überraschungen gibt es bei der WM. Hoffen wir, dass das nicht die Überraschung sein wird. Überrascht sind dagegen die Mexikaner von der Stärke ihres Teams. Ich habe nie gedacht, dass Mexiko spielt so. Ich dachte, Deutschland ist die Weltmeister, Champions. Also deswegen hatte ich ein bisschen Angst. Die mussten im Spiel allerdings eher die Deutschen haben. Bis zum Ende änderte sich nichts mehr am Spielstand. Entsprechend bedient waren die Massen. Zumindest die meisten. Traurig. Aber es war das erste Spiel. Es kann noch besser werden. Aber wir werden sicherlich nicht unbedingt Gruppenerste werden, wie man immer so erwartet hat. Es sei denn, Mexiko lässt uns noch eine Chance. Das würde auch den Veranstalter freuen. Es hat Riesenspaß gemacht hier in Sandhausen. Wir hatten uns gutes Wetter erhofft, viele Zuschauer. Aber dass über 4.000 hierher kommen beim ersten Public Viewing in Sandhausen, im BWT-Stadion, finden wir überragend und ist ja noch alles drin. Am Samstag soll es dann wieder so gemütlich werden. Jetzt müssen nur noch die deutschen Kicker ihren Teil dazu beitragen. Und dann heißt der Gegner Schweden. Ja, da sind wir sehr gespannt. Also von den deutschen Fans, die den Kickern in Russland zujubeln, kommen wir nun zu einem Russen in Deutschland, der auch noch ein bisschen länger bleiben wird. Asad Valiulin nämlich. Der spielt bei den Eulen Ludwigshafen seit der Winterpause. Er ist gekommen von Lemgo und er wird auch noch ein bisschen uns erhalten bleiben. Nämlich bis zum 30. Juni 2019 hat der 27 Jahre alte Rückraumspieler nun seinen Vertrag verlängert. Und auch er war ja maßgeblich daran beteiligt, dass die Eulen es gepackt haben, die Klasse zu halten. Also ihn werden wir auch weiterhin in der Handball-Bundesliga sehen. Und was sonst noch sportlich los ist oder los war in der Ron-Region, das haben wir jetzt kompakt für Sie. Waldhof prüft Einspruchsmöglichkeit.
Obwohl der Deutsche Fußballbund am 4. Juni entschieden hatte, dass der Mannheimer Relegationsgegner KFC Uerdingen aufsteigen darf, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Verantwortlichen um Waldhof-Geschäftsführer Markus Komp prüfen derzeit, wie erfolgsversprechend ein Einspruch gegen das DFB-Urteil wäre. In der Relegation hatte Uerdingen zwar gewonnen, danach aber die nötigen Unterlagen zu spät beim DFB eingereicht. Trotz der Überlegungen beginnt am Freitag die Vorbereitung auf die neue Saison in der Regionalliga. Favoritensiege in Blankstadt. Die Kegelfrauen der SG Blankstadt haben in der heimischen Merzeckhalle den deutschen Pokal gewonnen. Stefanie Blach, Luisa Ebert, Yvonne Schrenkler, Sabrina Amtsberg und Petra Deininger ließen der Konkurrenz keine Chance und standen zu Recht ganz oben auf dem Siegerpodest. Riesengroß war auch die Freude beim SKV Olympia Mörfelden nach dem Triumph in der männlichen Konkurrenz. Der Bundesligist setzte sich mit 4 Kegeln Vorsprung vor dem KV Grünstadt durch. Wir haben gesehen, wie eng das Ganze sein kann, wie spannend das Ganze sein kann. Wir haben insgesamt 16 Mannschaften gehabt und daraus haben wir die Siege gekürt im Pokal. Pokal ist eine kurzweilige Sache, das hat man heute gesehen. Und wenn man da eine Bahn nicht richtig erwischt, dann kann es halt schon in die Hose gehen. Bei Mörfelden und Blankstadt lief aber der gesamte Wettkampf nach Plan. Erstes WM-Tor. Mit Steven Zuber hat zum ersten Mal ein Spieler der TSG 1899 Hoffenheim ein Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielt. Der Schweizer traf zum 1:1 Ausgleichstreffer gegen Brasilien. Na dann, Prost! Aufatmen dürfen die Hoffenheimer Fans ebenfalls. Abwehrchef Kevin Vogt steht wohl nicht mehr auf dem Wunschzettel des FC Bayern München. Und jetzt aufpassen, dass Sie nicht dahin schmelzen, denn jetzt möchte ich Ihnen einen ganz besonderen jungen Kerl vorstellen, denn das ist Kurt. Und dieses Rehkitz, das hat momentan zwei ganz besondere Pflegeeltern, nämlich Menschen. Eine Spaziergängerin hatte das Rehkitz gefunden in der Nähe von Geilberg und nun muss es aufgepäppelt werden. Und die ganze Geschichte dazu haben René Priebe und Julia Stankewitz. Dieses Fiepen klingt nicht nur niedlich, das Rehkitz sucht damit nach seiner Mutter. Und die ist in dem Fall Anne Steffen. Von Massieren bis Füttern. Reherziehung ist ein harter Job. Also ich habe es um 4 bekommen und habe seitdem alle 2 Stunden gefüttert. Das heißt auch die Nacht? Auch die Nacht. Der kleine Kurt, so haben die Steffens ihren Schützling genannt, braucht regelmäßig Nahrung, damit sein Zustand stabil bleibt und er zunimmt. Und sobald der kleine Mann groß genug ist, darf er dann auch in den Garten. Da habe ich einen kleinen Stall gebaut, wo es dann auch an einem eingepflanzten Wildacker sich natürlich ernähren kann, wo es anfangen kann, die Äsung zu lernen, die es auch später mal aufnehmen soll. Und der Stall muss natürlich fuchs- und mattersicher sein, weil so ein kleines Rehkitz ein leckerer Happen natürlich ist für einen Fuchs, der auch seine Familie ernähren muss. Dass Kurt überhaupt bei der Försterfamilie ist, hätte nicht sein müssen. Eine Spaziergängerin fand ihn allein am Wegesrand und wollte dem Tier helfen und beging dabei einen folgenschweren Fehler. Ganz wichtig ist, das Rehkitz nicht anzufassen. Man kann sich dem bis auf wenige Schritte nähern, kann gucken, ob alles in Ordnung ist, aber sollte dann wirklich sich zurückziehen. Weil wenn das Rehkitz menschlichen Geruch angenommen hat, geht die Ricke nicht mehr dran. Denn Ricken, so nennen sich weibliche Rehe, sind oft alleine auf Nahrungssuche, die Kitze damit auch mal stundenlang sich selbst überlassen. Deshalb im Zweifelsfall lieber den Förster rufen, der abschätzen kann, ob die Rehmama wieder zurückkommt. Für Kurt ist es jetzt aber zu spät. Er muss mit Lammmilch per Hand gefüttert werden. Anne Steffen nimmt damit die Rolle der Ricke ein, zumindest bis September. Und bis dahin weiß es dann auch, was es alles zu fressen hat. Ich mache große Bottiche, ich pflücke dann ganze Äste auch im Wald, stecke sie in Sandbottiche, damit es lernt, diese Blätter selber zu zupfen. Im Herbst kommt das Kitz in ein Revier im Nachbarort. Der dortige Jäger hat aber schon versprochen, Kurt wird nicht wie andere Rehe erschossen, sondern hoffentlich ein langes, schönes Leben haben. Na, das ist doch mal eine wunderschöne Geschichte mit einem Happy End. Also Kurt, irgendwie jetzt auch schon Mitarbeiter der Woche, würde ich mal sagen. Was das Wetter bringt, das haben wir jetzt für Sie und ich drücke mal die Daumen. Türkisfarbenes Wasser, echte Südseepalmen, Thermen und Badewelt-Sinsheim. Die Sommertherme mit Cabrio-Feeling präsentiert das Wetter. Der Dienstag wird anfangs eine ziemlich trübe Angelegenheit. Das liegt nämlich an den dichten Wolken. Abgesehen von ganz vereinzelten Tropfen bleibt es aber trocken. Zum Nachmittag löst sich das Grau in Grau zudem vielerorts auf und macht der Sonne endlich Platz. Es wird außerdem sommerlich warm mit Höchstwerten bis 28 Grad. Selbst in den höheren Lagen des Pfälzer und des Odenwalds sind angenehme 24 Grad drin. Der Mittwoch bringt uns verbreitet tolles Hochsommerwetter mit viel Sonne und Höchstwerten bis 31 Grad.
Auch der Donnerstag beginnt zunächst noch recht schön, später ziehen von Norden jedoch mehr Wolken mit Schauern heran und die Temperaturen gehen deutlich zurück. Am Freitag sind sogar kaum noch mehr als 20 Grad drin, ansonsten wird es dann aber wieder recht freundlich und trocken. Läuft, würde ich mal sagen. Ja. Geht doch. Also, dann hätten wir zum Abschluss noch eine Geschichte aus Landau für Sie und ich. Also muss man so sagen, Ladendiebstahl ist generell dämlich, keine Frage, aber es geht noch dämlicher. Aber es geht noch dämlicher, zumindest wenn man es so macht wie ein 19-Jähriger in Landau, der wollte gut getarnt etwas Alkoholisches klauen, eine kleine Dose, hat aber vergessen, dass man im Sommer gar keine Winterjacke anhat und dann hat er die Dose in der Winterjacke. Naja, okay, also es gibt auf jeden Fall Schlaueres. Genau. Aber gut. Ihnen einen schönen Feierabend. Machen Sie es gut. Bis morgen.